Herzlich willkommen. Mein Name ist Raute Hesse und ich darf heute mit Dorina Kromack-Porziol sprechen. Dorina ist Kandidatin für die bremische Bürgerschaftswahl und Kandidatin für die Partei Die Basis. Hallo Dorina. Hallo Raute. Dein Thema für diese Wahl ist Bildung mit Herz und Hand. Aber wo hapert es denn da in Bremen? Es hapert an vielen Dingen. Es geht um die Lehrkräfte, die einzusetzen sind, das pädagogische Personal, Psychologen und der erheblich bürokratische Aufwand, der für die Lehrer zu der Unterrichtsplanung anfällt. Das heißt, eigentlich all diese Dinge gehen auf Kosten der Kinder und im weitesten Sinne auch auf Kosten der Familien. Geht ja darum, möglichst wissbegierige und glückliche Kinder auch in der Bildung zu schaffen, sodass sie offen sind für alles, was da kommt, einschließlich der Umwelt. Die Umwelt ist auch dann ein Thema, das dich sehr interessiert, Umwelt im Zusammenhang mit Erziehung mit Kindern. Habe ich das richtig verfolgt bei dir? Ja, das ist richtig so. Da bin ich erst sehr spät zugekommen, aber ich finde es sehr wichtig. Und die Kinder haben als ich berufstätig war, so viele Fragen gestellt, dass ich selber auch noch mal erneut neugierig geworden bin und traurig war, dass ich Naturwissenschaften nicht ursprünglich auch studiert habe. Ah, verstehe. Aber was würde die Partei, die Basis, was könnte sie ändern oder was würde sie ändern oder wie würde sie da helfen können? Ja, es muss ein ganz neues Konzept grundsätzlich auch in Zusammenarbeit mit den Erfahrungen der Bürger. Es wäre eine Möglichkeit aufzustellen, dass von Grund auf, von vornherein bei den Kindern ein Selbstbewusstsein wächst. Das heißt, man setzt bei den Kern der Kinder an, durch Fragen und zusätzliche Impulsgebung einen Forscherdrang, eine Offenheit zu erfahren zum Lernen generell und aber auch zum selber Nachsehen. Das habe ich selber in der Praxis erlebt. Das funktioniert sehr gut. Ah ja. Und wenn ich das richtig gerade so in dem Nebensatz rausgehört habe, würde die Partei die Basis so durch Umfragen oder Beteiligung der Bevölkerung da unterstützend helfen, auch dann die Stimmen der Eltern und der Betroffenen einzufangen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ein gutes neues Konzept setzt sich aus dem Wissen der Mehrheit, also des Schwarms zusammen. Und dann kann man gucken, was ist stimmig, wie können wir ein neues Konzept in der Gänze umsetzen. Naja, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Vielen Dank, Dorina. Wir werden bestimmt noch mal darüber sprechen. Aber erst einmal danke ich dir sehr. Ja, ich dir auch, Raute. Es war nett, mit dir zu reden.